die draait zich links rondom de Teide, rondom de Big of Jochem. En achter ons komt hij er weer uit. Ja. 45 kilometer omvang heeft hij. Hè. Dus de Teide en de Big of Jochem, die twee vulkanen links, staan dus eigenlijk in een oude krater. Hè. Of wel Caldera genoemd. Hè. Ja, we zijn in de Caldera, de alte krater, reingefahren. Links ziet men ganz duidelijk de Teide, dat is de hoogste berg Spaniens. 2780 meter höher hat er. Und auch links der Pico Viejo zu sehen, der Schwesterberg. Diese zwei Vulkane stehen eigentlich in einem alten Krater. Wenn man jetzt nach der rechten Seite schaut, dann sieht man eigentlich diese höhe Felsen hier. Das ist ja der Kraterrand genannt. Der alte Kraterrand. Der hat so eine Höhe von 400 bis 700 Meter. Wir sind hier südlich reingefahren. Wir fahren jetzt Richtung Osten, ganz weit vorne uns, wo das die Sonne hochgeht. Aber ganz weit vorne uns, da sieht man schon, dass der Kraterrand sich nach der linken Seite dreht. Der dreht sich links, rund um der Teide, rund um der Big of Jochem, und dann hinter uns kommt er da wieder raus. Ne? 45 Kilometer Umfang hat er. Ja. Vielleicht werde ich Ihnen erklären, ja, was da los war, wie das da hier entstanden ist. Ja. Aber lass uns mal eben kurz eine Fotopause machen hier. Bei der Roque de Garcia auf der linken Seite, bei den Felsen von Herrn Garcia genannt. Ja. Da machen wir dann eine Fotopause. Ne? Das, ja, auf der linken Kant gaan we dus wel een Fotopause houden hier. Bei der Roque de Garcia. Let's make a photo stop hier on the left hand side. Bei der Roque de Garcia. You can see a lot of Teidebroom on the left hand side, all these big green bushes here, that's the Teidebroom. There is ontzettend veel Teidebrim here to see, the witte Teidebrim. There is ontzettend veel here, die grote groene planten. Also all these groene große planten here links and rechts, that is the Teideginster, the Ginster Teideginster genannt. We have some Teide daisies, Teide violets, we have some Teide echiums. Tide of flixweed, tide of bugloos. Yeah, we're still gonna find vegetation here until at 3,300 meters, that's about 10,000 feet higher. Huh? Nowhere in Europe on these altitudes you're gonna find some vegetation, huh? There's ontzettend veel tide of brim te zien hier, de witte brim, er is ook de gele brim hier. We zien dus ook wel wat viooltjes hier onderweg, de rode tachinasten, de blauwe tachinasten hebben we dus hier, ofwel de ikium genoemd. Margarietjes. Ja, tot op een 3300 meter hoogte vinden we nog vegetatie hier. Dat zie je echt nergens in Europa. Ja, veel Teideginster hier te zien, rechts nogmaals te zien in blütezeit. Ook veel Teide Veilchen, Teide Natterkopfen hier links te zien, ik heb hem genannt. Ook veel Margarieten te zien, Teide Lak, Teide Roken. Nou ja, bis 3300 meter höher finden wir noch Vegetation hier. Das sieht man nirgendwo in Europa. So, lass uns mal eine Fotopause machen hier. Let's make a photo stop. Lass uns mal eine Fotopause machen hier. Look on the left hand side, this is one big crater we are crossing. Yeah? So copper green here, copper green, copper groen hier links te zien, dat is copper groen hier. En links dat is de caldera, dat men ziet hier, yeah? De alte krater. Dus op de linkerkant één grote krater. Yeah? Left hand side, this is the big crater we are crossing. Yeah? Just around the corner we're going to have a photo stop, so you're going to see it very, very clearly. Yeah? Dus we gaan op de hoek hier een fotopauze houden hier. Dan zie je het echt goed en duidelijk. Also we maken een fotopauze hier, dan ziet men dat ganz duidelijk dat we door de caldera gaan. Yeah? Snap wat je steekt.
So, let's say 9:15 back at the coach, 9:15. Verder nach 10 gehen wir langsam wieder weiter, verder nach 10. Het is om 10:15 gaan we weer al verder, en 10:15. Let's make a 25 minutes break here, 10:15 dan. 9:10 back at the coach, 9:15, 10:15. Also verder nach 9, maar verder nach 10, verder nach 10 wieder, bus dan 10:15. Verder nog. So behind us are our beautiful views, yes, van de caldera. Hinter ons gibt es wunderschöne panoramas van de caldera, dus achter ons prachtige panoramas is van de caldera. So 9:10, verder nacht 10, 10:15, dan gaan we verder.